Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute etwas, das ich so noch nie gebracht habe, ein Sprinter Disaster mit dem FC Bayern München. Im Prinzip das Ding als Sprinter, glaube ich, du übernimmst deinen Verein und versuchst ihn möglichst in Ruhe zu treiben. Ja, als Dortmund-Fan haben wir halt so zwei große Rivalen, Bayern und Schalke. Schalke braucht man nicht mehr ruinieren momentan, die sind schon genug ruiniert. Darum ist FC Bayern und ja, ich zeige euch gerade an. Aber wir sind gleich bei den Einladungsturnieren und ja, da kann ich auch irgendwas nehmen. Es ist hier im Prinzip egal. Als erstes muss ich mal sagen, also ich meine, Bayern ist ja ganz okay, aber ich würde sagen, ein paar Spieler kann ich auch verkaufen, weil sie halt auch einfach nicht so gut sind. David Alaba ist natürlich der beste Spieler. Das heißt nur, weil ich Österreicher bin. Klein braucht auch niemand. Aber im Prinzip kann ich mal den ganzen Kader schon mal auf die Transferliste setzen. So, da ist jetzt mal jeder auf der Transferliste. Weil man braucht ja auch einen Umbruch in der Mannschaft. Und die Mannschaft ist einfach nicht gut genug. Da braucht man den Umbruch. Kimmich kann dann zu Real Madrid gehen. Wir brauchen ja einen Umbruch. Coman und Boateng können auch gleich gehen. Lewandowski braucht auch niemand. Und als erstes holen wir uns einen fast so guten Stürmer wie Robert Lewandowski, die Legende himself, Guido Burgstaller. Er muss natürlich Schlüsselspieler werden. Das ist ganz klar. Und soll natürlich auch möglichst lange beim Verein bleiben. Genau, keine Frage, was man denn soll niemand kaufen können. Gehalt. Was braucht so ein Burgstall? Ich würde sagen, so 1 Million Euro die Woche passt in etwa. Ja, faires Angebot. Damit haben wir die Burgstaller verpflichtet. Der verdient jetzt 1 Million Euro die Woche und kann auch direkt in den Sturm rein. Also Guido Burgstaller ist absoluter Topspieler jetzt hier. Und ich habe jetzt hier ein paar sehr interessante Spieler für den FC Bayern auf der Transferliste und ich schaue mal, wen ich so verpflichten kann. Und so sieht dann die Aufstellung aus, mit der ich auch in die Saison gehen werde. Es sind wirklich einige absolute Topspieler. Hier natürlich der Kapitän Guido Burgstaller im Sturm. Absoluter Topstar der Mannschaft. Aber auch sonst wirklich Top-Spieler. Ich muss schauen, dass ich die schlechten Spieler hier unten alle noch verkauft kriege. Aber es soll schon funktionieren mit der Top-Mannschaft. Und gleich gehen wir mit der Mannschaft in das erste Spiel der Saison in der Supercup gegen Borussia Dortmund. Und es wird ein knappes 6:0. Götze, Brandt, Akalios, Milik, Hazard, Can, nochmal Hazard, schießen die Tore. Knapp, aber die Mannschaft, die wird noch. Die wird noch. Hier ist auch Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC. Nur 5:0 diesmal. Nur 5:0. Fortschritt. Das ist Fortschritt. Und oh mein Gott, Leute, ich habe dort einen Top-Deal angefangen. Stefan Andersen von Kopenhagen, 0 Euro im Tausch gegen Benjamin Pavard. Das ist so ein Top-Deal, glaubt man gar nicht. Glaubt man gar nicht. Und der nächste Top-Deal, Anduja im Tausch gegen Alfonso Davies und wir zahlen wieder keinen einzigen Cent drauf. Die Leute, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie verlangt jeder 60er Torwart wichtig als Rolle. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass mein Tausch schon so scheiße ist, dass das für die schon Standard ist. Ich muss sagen, Anduja ist ja ganz gut. 74, der kann mit Burgstaller mithalten. Also der ist echt nicht schlecht. Ich glaube, den sehe ich als LOM ziemlich gut. Kann also Burgstaller unterstützen. So, damit ist unser Kader dementsprechend auch komplett. Ich muss noch diese 7-8 Spieler hier loswerden. Das denke ich hier hin, zwei kann ich einfach rauswerfen. Den Rest werde ich schon noch losbekommen. Ressourcenverein kann ich und Zirze kann ich im Notfall auch eintauschen, den noch mehr Torhüter. Der Rest wird sich hoffentlich noch verkaufen. Mal schauen. Tim Müller ist wohl weg. Zwei Angebote aus Manchester. Und wir verlieren sogar den Schalke.
So, da den Schalke. Die ist am letzten Spieltag und es haben sich noch immer nicht alle verkauft. Ich habe leider noch 4 von den relativ guten Spielern, aber eine Sache fällt mir noch ein, die ich machen kann. Und da ist es so ein ziemlich guter Deal. Ich kaufe mir Schmeichel und gebe dafür Neuer ab. Drahtschlaufzeit ist ja eigentlich auch egal. Weil ich ihm eine Freigabesumme von einem oder halt jetzt 800 Euro reinschreibe, die dann auch jeder Verein einfach bezahlen kann. Bei Akanji mache ich dasselbe, auch wieder so einen Tauschdeal und bringe auch wieder so einen ganz niedrigen Freigabesumme dran. Okay Leute, ich habe jetzt nochmal ein bisschen was getauscht so und bin im Endeffekt noch bei Schmeichel, Cuisance, Fein und Hernandez. Ich glaube, Fein wird sogar vielleicht ausgeliehen. Ich weiß auch gar nicht. Auf jeden Fall extrem weniger Spieler. Und ja, gleich bin ich fertig. Ich muss nur noch 2 Spieler eintauschen. Okay, Leute. Ich brauche das gar nicht mit dieser 1 Euro Freitagsversion. Ich werde das Schmeichel einfach noch abstoßen. Aber ja, die Kaderplanung ist einfach perfekt. Also Burgstaller ist der Kapitän vorne drin. Und auch sonst ist die Mannschaft einfach top. Wenn sie nach Position sortiert, Burgstaller und sonst nur Torwarte. Ich weiß nicht, warum ich den einen Jahresvertrag gegeben habe, also weil ich delegiert habe, aber egal. Ist auch niemand ausgeliehen gerade. Ich habe einfach nur Torwerte und Bordstaller. So, und wenn ich jetzt noch zusammenbeute und sortiere, müsste der Schmeichel sein, den ich auch einmal freigeben kann. Und ich bin zwar fast zufrieden, aber ganz ehrlich, Narayan oder auch Barovero, Berni sind alle nicht so der Top-Torhüter. Und wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Und darum holen wir uns nochmal einen guten Torwart. Die Leute, wir sind in den Transferverhandlungen. Für Alexander Nübel. Und ich weiß nicht, der ist schon sehr, sehr gut. Also Bayern hat ihn ja auch in echt verpflichtet. Und er ist einer der besten Spieler der Welt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, das sind schon mal 511.111.111 angebracht. Und sie nehmen es an. Sie nehmen es an. Ich habe nicht mal eine Weiterverkaufsliebe gebraucht. Sie nehmen es an. So, Rolle im Kader ist absoluter Schlüsselspieler, das ist klar. Nübel wird der Stammtorwart. Da hinten drin. Fünf Jahre bei Bayern. Er will nur 2. 3 Jahre. So. Ja, das soll keiner Freude sein. Er soll nicht gehen können. Finanziellen, ich würde sagen, Gehalt. Ja, so passt es in etwa. Er ist noch nicht mal Topverdiener, ich habe manchen 1 Million gegeben. Aber fair ist Geld. Und damit haben wir mit dem kompletten Geld von Bayern Alexander Nübel gekauft. Für die komplette Rekordablöse von 511 Millionen und noch ein bisschen was. Ist auch der beste Torwart tatsächlich, zusammen mit dem hier, aber der ist 35 Jahre alt. Und ich würde sagen, der kann auch raus, weil der dort verletzt ist. Das ist doch mal eine ganz gute Aufstellung. So, man sieht es jetzt hier auch. Top-Transfers auf der Nummer 3. Gnabry zu Lyon. Auf der Nummer 2. Lewandowski zu Real. Und auf der Nummer 1. Nübel zu Bayern für 511 Millionen. So muss das. So muss das. Einfach nur so. So, wir simulieren und dann melde ich mich, wenn es gewisse Nachrichten vom Vorstand gibt. So, wir sind jetzt 2 Wochen weiter. Ich habe eine 68er Manager-Bewertung. Und ja, so geht's voran. Ich schau mal, ob mich irgendein Club aus der Bundesliga will. Das war falsch. Da. Tatsächlich. Oh lol, ich kann wechseln. Zu Chelsea. Nein, in einer Liga werde ich sicher nicht wechseln, weil sonst ist es wieder nur verpackt. Ja, warum nicht? Ich bewerbe mich mal als Gladbach-Trainer. Gladbach will mich nicht. Scheiße. Burgstaller hat einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, sobald kriege ich keinen Post mehr in der Bundesliga. Zumindest nicht bevor ich gefeuert werde. Was mich wundert, ist, dass ich
Ende Oktober immer noch Trainer bin. Ich meine, ich habe Guido Burgstaller als einzigen Nicht-Torwart hier. Das ist das erste Mal, dass dieses Leistungsding überhaupt kommt. Ende Oktober. Und ich habe Nübel für 500 Millionen gekauft. Und jetzt kommt erst dieses... Oh mein Gott, Widmer, ich glaube, das ist der schießt sein zweites Tor damit. Burgstaller. Sein erstes Saisontor. Das ist mehr als Schalke in der letzten Rückrunde geschossen hat. Das ist mehr als Burgstaller letzte Saison generell getroffen hat. Burgstaller mit einem Saisontor. Ich glaube es nicht. Burgstaller hat getroffen. Okay, endlich ist es weit. 18. November. Entscheidung, Entlassung. Ich bitte in der Bundesliga. Ja, bin beim FC beim SC Paderborn ist Trainer. Ja, dadurch, dass ich in der Bundesliga bin, wird die Tabelle, glaube ich, auch nicht so verbuggt sein. Aber, ja. 4 Punkte. Bayern hat 0 Punkte. Ich würde sagen, das ist geglückt. Wir simulieren zum Ende der Saison. Sieht ja nicht meiner Mannschaft aus. Ganz okay. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal gefeuert werde und wir sehen uns am Ende der Saison. 27.1. Entlassung beim SC Paderborn. Union Berlin. Let's go, nächste Bundesligist. Let's go. Ich muss 9 Millionen, kann ich damit noch irgendwas machen? Um die Mannschaft zu verbessern, damit ich nicht nochmal gekickt werde. Der Typ kann einfach linke Flügel und Rechtsverteidiger. Absolute Legende. Okay, obwohl es ja eigentlich in Bayern Sprint Disaster ist und das eigentlich nicht dann in meiner Aufgabe liegt, habe ich trotzdem einfach mal Karim Bellarabi verpflichtet. Ist nicht mehr schlecht aufs Titel ist. Fürs rechte Mittelfeld, weil wir davon nur einen linken Flügel das Spielen hatten. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht rausgeschmissen werde. Ich habe jetzt ja einen halbwegs soliden rechten Mittelfeldspieler geholt. Ich bin 12. und ja, ich hoffe einfach, dass ich diesmal bis zum Saisonende durchhalte. Okay, damit sind wir am Ende so anlangt. Ich bin im Endeffekt 11. geworden. Ist ganz okay. Im Endeffekt sind die beiden Vereine, die ich davor hatte, Paderborn und Bayern hat nur noch abgestiegen. Paderborn auch mit Abstand auf Freiburg. Bayern aber mit noch einem riesigeren Abstand. Ich muss jetzt aber schauen, wo der FCB dieses Unentschieden hatte. Wer so schlecht war, den Bayern unentschieden zu spielen. Die wurden hier ja von jedem sonst abgefertigt. BVB 5-0, aber das ist sowieso. Fortuna hat sie sogar abgefertigt. Bayer Leverkusen. 1-1 steht in der FC Bayern. Das ist der dritte. Wenn mit Dortmund klar Meister, 11 Punkte Vorsprung und ja, Bayern abgestimmt. Wir sollen uns noch die anderen Bewerber anschauen. Das war die Bundesliga, den DFB-Pokal gewinnt. Noch niemand, Gladbach oder Frankfurt. Dortmund ist mit Frankfurt raus. Bayern in der ersten Runde, nein, sie sind jetzt in der zweiten Runde dazu schon. Hier den Schalke 1-4, wo sind wir eigentlich raus? Hier den Gladbach. Und Rotation. Superportal hat, glaube ich, auch. Das war der falsche Superportal. Dann kann ich hier gar nicht anschauen. Und die hat auch Dortmund gewonnen, glaube ich. Und in der Gruppenphase von der Champions League ist Bayern mit 0 Punkten und einem einzigen Tor. Das war wahrscheinlich ein Sleeve-Verein da. Ausgeschieden, Sligo Rovers waren es oder in der Euroleague im 16. Finale, sind aber wahrscheinlich dann nicht weitergekommen. Nein, Espanyol Barcelona hat sie ausgeschlagen. Ja, das war es so ziemlich. Ich denke, da ist es ganz spannend, noch eine zweite Saison dran zu hängen. Aber da würde ich sagen, ich simuliere einfach komplett durch. Meli, das hatte da alles zu. Hol vielleicht ganz am Anfang noch ein paar gute Spieler für Union. Aber dann simuliere ich den Rest der Saison durch und schaue, wo Bayern am Ende dann dasteht, der zweiten Saison, ob sie wieder aufstellen oder so. Okay, ich habe ein bisschen noch an der Mannschaft rumgeschraubt, Jusuccio ausgeliehen,
Gregoritsch getauft und nach Ulreich von Betis Sevilla getauft. Den habe ich ja vor einem Jahr an Betis Sevilla verkauft und ist für die Hälfte, glaube ich, hier getauft. Einfach damit ich eben nicht rausfliege, weil ich da auf absolut keinen Bock habe. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich jetzt zum Ende der Saison simulieren kann. Und da sehen wir, wie es bei einer zweiten Liga im DFB-Portal und ja, das waren die Bewerber, geht. Anscheinend reicht Gregoritsch und Ulreich nicht, um bei Union Berlin im Amt zu bleiben. Mal schauen, wo ich hingeschickt werde. Unterhaching, ey, ich bin mit Bayern einer Liga. Das ist doch, das ist viel besser. Ich bin gleich mit der FC Bayern in einer Liga und das ist noch in der Transferphase. Theoretisch könnte ich sogar noch irgendwas machen. So. Wo ist Bayern? Auf der Nummer 10. Stabil eigentlich. Da ist die Frage, wie haben die das geschafft? Ich weiß, es ist auch eigentlich dieses Kader anschaut, den gibt, aber eigentlich finde ich es hier viel praktischer, das anzuschauen. FC Bayern. So, im Angriff haben sie Burgstaller. Im Mittelfeld haben sie McLennan. Mal schauen, kann man den eigentlich schon verpflichten? Nein. Und Scozzarella, Defensive, Blackett und Lebrun und halt noch immer extrem viele Torwarte. Aber dass zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und ein Stürmer, das ist nur Torwarte, reichen, um in Liga 2 auf Platz 10 zu stehen, ist schon ziemlich komisch. Allerdings bin ich 17. Was wahrscheinlich heißt, dass ich bald wieder rausfliege. So, ich würde aber sagen, ich simuliere hier einfach, soweit ich kann. Und wenn ich rausgeworfen werde, gehe ich zum nächsten Verein. Und ich wurde bei Unterhaching rausgehauen. Nein. Ich muss es bei Akademiker Klinkini mit weitermachen. Fucking real. Ich gehe in die erste rumänische Liga. No front in Rumänien. Aber nice ist es halt nicht. Jetzt haut mich sogar dieser Verein aus Rumänien raus. Bin ich beim nächsten aus Rumänien. Wir sind endlich am Ende so angelangt. Ich habe wieder eine schlechte Bewertung. Ich bin jetzt wieder unter dem Verein, wo ich vorher war. Aber egal, auf jeden Fall. Schauen wir uns erstmal die zweite Bundesliga an. So. Bayern ist auf der 11, ganz stabil. Und der Unterhaching ist letzter. Wo ich ja zwischenzeitlich war. So. Ja, eigentlich war es mit dem Video, und das war es jetzt auch mit dem Video, aber ich würde sagen, nächste Woche kommt sozusagen ein zweiter Teil davon, wo ich mich zurückkämpfe. Nicht mit Trindia, sondern mit einem anderen Verein. Ich werde mich einfach versuchen, eine gute Jobstelle bei einem anderen Verein zu kriegen. Vielleicht auch in der Bundesliga, das wäre auch mal nicer. Und dann vielleicht sogar mit dem die Champions League. Vielleicht mache ich so das Punkte, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, das gibt es in einer Woche, aber das Video war es erstmal. Ich habe Bayern zerstört. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch und ciao.